Herzlich willkommen aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Ja, und es ist ja so, dass im ganzen Land in Deutschland häufiger schon mal Planspiele oder Börsenspiele veranstaltet werden. Und das hat auch der CapTrader getan. Ein außergewöhnliches Börsenspiel. Und da möchten wir gleich mal drüber sprechen. Nicht nur über das, was und wie gespielt wurde, sondern natürlich auch, wer gewonnen hat. Und da darf ich heute herzlich begrüßen an meiner Seite Jan Haider, Senior Sales Manager vom CapTrader. Und Atta Soltanipur. Und das ist unser Gewinner. Aber fangen wir mal vorne an beim Spiel. Jan Haider, wie habt ihr das denn aufgelegt? Wie seid ihr drauf gekommen, ein solches Spiel tatsächlich zu gestalten? Ja, also Mick, gute Frage. Platt gesagt, wurden wir einfach gefragt. Ja, also ich habe ja selber FOM-Background und habe da auch meinen Master absolvieren dürfen im Bereich Accounting und Finance. Und ich kann mich noch daran erinnern, in Düsseldorf gab es eine Vorlesung von Professor Erik Frehr. Und er hatte da gefragt, ob es denn einen Partner möglicherweise gäbe zum Thema Börse. Lokal für die FOM Düsseldorf erstmal angedacht. Da habe ich mich natürlich direkt gemeldet. Ja, wir konnten uns dann durchsetzen gegen die Konkurrenten und ja, sind sehr froh. Kurz zur Erklärung, FOM. Genau, FOM, das ist sozusagen die zweitgrößte Universität in Deutschland, ja, mit den zweitmeisten Standorten, auch hier in Frankfurt. Ja, also wir haben das Planspiel übrigens dann auch ausgeweitet aus Düsseldorf heraus nach Frankfurt, nach Stuttgart, nach München. Ja, also es ist die Fachhochschule für Ökonomie und Management, FOM. Ja, also sollte aber eigentlich jedem ein Begriff sein als zweitgrößte Uni und ist auch definitiv empfehlenswert. Also junge Studenten, die sich ja eigentlich mit dem Thema Börse, Wirtschaft, Finanzen ein bisschen auskennen sollten. Ja, absolut. Wie habt ihr denn jetzt, sage ich mal, von eurem Haus aus dieses Planspiel, dieses Börsenspiel gestaltet? Von der Laufzeit her, was durften die kaufen? Wie sieht's aus mit den Depots? Was war da für eine Regelung unterwegs? Ja, also wir sind ja immer grundsätzlich zu allen Schandtaten bereit, ja, so auch in diesem Börsenplanspiel. Das heißt, wir haben erstmal alle Studenten zu Millionären gemacht. Ja, leider nur mit falschem oder Spielgeld, ja. Und haben da sofort alle Schleusen geöffnet. Also wer das bessere Wissen hatte oder mehr Wissen hatte, der hatte mehr Power. Also Futures, Optionen, Aktien, ETFs. Durfte alles gehandelt Forex, werden. Forex, die komplette Palette. Okay. Da waren wir auch Kryptos, ja, also da waren wir offen für alles. Und im Studienverlauf hat man natürlich nochmal weitere Asset-Klassen dann eben, die man dazu gewinnt. Das heißt, das kann man natürlich dann auch fortlaufend nutzen. Vom Zeitrahmen her waren wir so bei einem Semester, also sechs Monate, Laufzeit. Und haben da den Sieger gekürt. Genau. Heißt also, dass im Prinzip die Mitspieler virtuell alle eine Million bekommen haben, also jeder eine Million. Ja. Und wer dann nach den sechs Monaten, also nach dem Semester, das meiste draus gemacht hat, der hat dann gewonnen. Genauso schaut es aus. Natürlich prüfen wir dann auch immer gewisse Risikofaktoren. Was ist der Drawdown gewesen? Ist das jetzt mehr die Achterbahnfahrt, wo gerade am Stichtag der Peak erreicht wurde? Oder ist das vielleicht doch eher ausgeglichener, seriöser, besser strukturiert und diversifiziert? Das spielt natürlich auch mit rein. Aber ja, nach den sechs Monaten wird dann natürlich auch geschaut, wer hat die meiste Knete, ja, virtuell erzielt. Und das ist dann auch in den meisten Fällen der Gewinner. Da habt ihr natürlich jetzt einiges an Daten auch sammeln können, Erfahrungen sammeln können, was die jungen Leute denn so gehandelt haben. Ja? Waren es denn mehr, sag mal, die seriösen, normalen Dividendenaktien, also die Witwen- und Waisenpapiere, wie man so schön hier sagt, oder waren es die schnellen Scheine, war es Krypto? Ja, also es war schon ziemlich viel Krypto auch mit dabei, ehrlicherweise. Das hat mich aber auch wenig überrascht. Natürlich noch mehr Aktien. Wir waren im Aktien-ETF-Bereich, die klassischen Einsteigerprodukte, die dann auch geläufig sind. War auch sicherlich auch ein bisschen Homebuys mit dabei in Düsseldorf, vielleicht mal eine Henkel oder ja, andere lokale Unternehmen. Bisschen Patriotismus mit dabei. Richtig, ja. Und Optionen habe ich da seltener gesehen. Sind ja auch mehr so ein bisschen die fortgeschrittenen Produkte. Das ist aber gar nicht tragisch, weil ja, das wird dann im Verlauf des Studiums noch weiter ausgearbeitet und erklärt. Na gut, wenn ich da natürlich einmal reingerochen habe, dann kann ich mich ja langsam zu Assetklassen durchkämpfen. Halt eben auch, wie ich immer sage, die Aktie ist natürlich so ein bisschen die Basis, während natürlich so ein CFD natürlich schon so ein bisschen Kettensägencharakter hat. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Prima. Wie viele Teilnehmer hattet ihr de facto dann? Also wir haben das Ganze veranstaltet in Düsseldorf mit zwei Studiengängen. Dann einmal in München und einmal hier auch in Frankfurt. Und da waren insgesamt 100 Studenten mit dabei. Ordentlich, ordentlich. Da haben wir schon Spaß dran gehabt. Ja, und dann kommen wir direkt mal zu unserem Gewinner hier, Atta Soltanipur.
Ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ich darf den Preis noch nicht verraten. Den gibt es erst am Ende der Sendung dann zum Gucken. Sonst nehme ich die Emotion raus, hat er ja leider gesagt. Soll ja auch so sein. Ja, Mensch, wie war denn die Strategie als Gewinner? Was haben wir denn gemacht? Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank an CapTrader und an FOM, dass ich hier sein darf und ein Interview führen darf. Ich denke mal, die entscheidende Strategie von mir war es, frühzeitig zu kaufen. Also ich denke mal, an der Börse ist Zeitpunkt ein wichtiger Faktor, wie man einsteigt, zu welchen Kursen und wo es sich das hinentwickelt. Und ich würde einfach sagen, dass ich zur richtigen Zeit eingekauft habe, dementsprechend auch die Rendite dann erzielt, die ich mir erhofft habe oder gewünscht habe. Und ja, das war meine Anfangsstrategie, sagen wir es so. Wie war denn der Einkaufskorb, frage ich mal? Was lag denn da alles drin? Aktien, Optionsscheine, Kryptos? Ich habe hauptsächlich an der Nasdaq gehandelt. Ich habe den DAX kaum benutzt. Ich habe viel US-Papiere, Blue-Chip-Aktien sozusagen genutzt, wo ich gesehen habe, anhand fundamentalen Analysen und auch bei CapTrader gab es eine Funktion, wo man sehen kann, was andere Banken und Analysten-Ratings anzeigen, wo der Preis sich entwickeln kann. Und das habe ich mir dann zunutze gemacht, geguckt erstmal, okay, Nasdaq 100, geh mal rein, guck mal die Kurse an, wo ist was gerade im Keller, wo du sagst, oder die Analysten und die Banken sagen, das könnte hochgehen jetzt in den nächsten Monaten. Und da bin ich gut reingegangen. Eine Nvidia im Portfolio gehabt? Auf jeden Fall. Damit habe ich ja schon die Hälfte meiner Miete, die Hälfte meines Gewinns in dem Jahr oder im letzten Jahr schon verdient. Klar, die Nasdaq ist natürlich stark getrieben worden im letzten Jahr von den Technologietiteln. Was war da sonst alles dabei? Ich hatte sehr viele Tech-Unternehmen, vereinzelt auch große Vermögensverwalter wie BlackRock. Okay. Meine zwei größten Positionen waren Nvidia und BlackRock. Okay. Die haben mir sehr geholfen, dass ich die Rendite erzielt habe. Viel verloren habe ich durch Apple tatsächlich. Ist nicht so gelaufen, ne? Was ich mir nicht ausdenken konnte, aber ist nicht so gut gelaufen. Aber Nvidia und BlackRock waren so stark im Portfolio, dass sie eigentlich alles gestemmt haben, was es zu stemmen geht. Und ich habe immer wieder nachgekauft. Okay. Bei so einem Börsenplanspiel, da muss ich ja sagen, entweder gehe ich da direkt ins kalte Wasser oder ich habe schon ein bisschen Ahnung, weil ich mich für die Börse interessiere. Wie war das? Bei mir war es so, dass ich privat sehr viel Interesse an der Börse hatte oder habe und dementsprechend auch bei einer großen Bank arbeite, wo die Interesse dann mitkommt automatisch. Ich habe mir das sozusagen zu Nutzen gemacht, dass ich mich auch damit beschäftigt habe und nicht nur einfach in dem ETF rein investiert habe, wo ich sage, okay, die Prozente reichen mir. Ich habe gezielt mir fundamentalisch von einem Bottom-up-Verfahren habe ich mir dann die Unternehmen analysiert. Dann habe ich mir die vergangenen News in den letzten ein, zwei Monaten angeschaut und versucht vorherzusagen, okay, wie kann sich das auswirken auf den Kurs. Und dementsprechend lag ich ab und zu mal richtig, würde ich mal sagen. Und ja, das war mein Vorgehen und die Interesse, ich sage mal so, wer kein Interesse mitbringt, Tut sich schwer, genau. Jetzt haben wir ja an der Börse, Jan hat das mal sehr schön geschrieben, drei große Götter, fundamental, Charttechnik oder halt eben News. Ja? War da so eine Richtung dabei, wo du gesagt hast, ich gehe eher auf den Weg? Oder? Bei mir war es, ich soll sagen, 80% fundamental und 20% News Trading. Fundamental habe ich so genutzt, dass ich erst mit dem Unternehmen angefangen habe, dann in dem zweiten Sektor dann den Markt mir angeschaut habe und dann global. Wenn die Kennzahlen oder beziehungsweise die Analystenratings von den Unternehmen mir nicht zugesagt haben, was dann zu den News geführt hat, dann habe ich mir die News angeschaut, was ist jetzt bei dem Unternehmen passiert, dass die Banken das so bewerten. Habe ich mir dann versucht, Schlüsse rauszuziehen, damit ich rein investieren kann. Habe dann auch vieles dann auch rein investiert in den Tech-Aktien, wo ich gesehen habe, okay, das könnte in den nächsten Monaten durch die Decke gehen, Nvidia zum Beispiel. Und dann kam die große Korrektur im Januar, habe ich erst gedacht, oh, habe ich jetzt hier falsch analysiert oder nicht, aber das ist üblich, dass die Korrektur immer Anfang des Jahres kommt und es hat sich auch schnell wieder erholt und da war ich wieder auf dem Peak. Bei den Technologiewerten, den amerikanischen, waren da diese Magnificent Seven auch mit dabei, die man immer schon so schön beschreibt? Eine Amazon noch dabei, eine Alphabet noch dabei oder sowas? Alphabet hatte ich nicht im Depot. Ich hatte Amazon im Depot, hatte ich
Tesla hatte ich im Depot, also die ganz großen Tech-Aktien, die waren, Microsoft hatte ich Microsoft, im Depot. Gut, also wirklich die Blue-Chip-Aktien, wo man sagt, die können eigentlich in den nächsten Monaten nicht so stark runtergehen, dass du sagst, die will ich nicht im Depot haben. Es war eher zur Absicherung. Also nicht, dass ich dadurch, sag mal, viel Chart gewinne, sondern das war einfach die Absicherung. Gab es denn über CapTrader auch eine Plattform, wo sich die einzelnen Börsenspielteilnehmer austauschen konnten oder vielleicht mal getroffen haben persönlich, sich beraten haben? Gab es sowas? Also es gab seitens der FOM verschiedene Spielmodi. Das waren zum einen also Einzelkämpfer und zum anderen auch Gruppenarbeiten, die das Ganze dann entschieden haben, kann ich das mit mir persönlich vereinbaren, ESG-technisch, wie sieht es charttechnisch aus, fundamental, und wie sieht es news-technisch aus, also die drei großen Götter natürlich auch. Und ansonsten hat man sich natürlich unter Kommilitonen, tauscht man sich natürlich immer regelmäßig aus, macht da eine kleine Challenge draus, hat da ein bisschen Spaß, Spiel und Spaß dann an der Börse, von der Theorie in die Praxis, genau das war auch der Grundgedanke. Jetzt hat ja nun der Arta Soltanipur arbeitet bei der Bank. Ich meine, er hat natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen, an Informationen zu kommen. Ich weiß ja, für mich als Journalist sind Informationen ja heilig. Da habe ich entweder einen Reuters, ich habe einen Bloomberg oder andere Terminals, die ja nun wesentlich heißer, schneller, besser sind, als das, was ich normal so im Netz finde. Hat er natürlich irgendwo einen Wettbewerbsvorteil gehabt, oder nicht? Ja, könnte man jetzt so sagen, aber es ist ja grundsätzlich der Studiengang Banking und Finance gewesen. Das heißt, da trifft man sowieso nur Banker oder werdende Banker oder generell Leute, die sich eben sehr stark mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, sehr viel Bezug auch zur Börse haben möchten. Ja, und von daher sehe ich das da etwas anders. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine sehr starke Plattform mit der Trader Workstation. Die Reuters-Anbindung haben wir da natürlich auch. Also da gibt es eigentlich über CapTrader jegliche Informationen, die ich eigentlich brauche. Ganz Gehen wir mal zurück zum Arta Soltanipur. Von den Kommilitonen her, was würden Sie denn jetzt jungen Leuten raten, die gleiches Alter sind, aber sagen, Mensch, du machst da an der Börse mit, hast sogar jetzt einen Preis gewonnen. Ich möchte auch mal langsam einsteigen, ein bisschen was für mein Vermögen tun, für meine Rente oder sonst wo. Was gibt es da für Tipps und für Möglichkeiten? Mein Tipp an die Jugend wäre, sich erstmal vorab Informationen zu beschaffen, sich damit erstmal beschäftigen, bevor man echtes Geld, sage ich mal, rein investiert, weil es vielleicht für die Altersvorsorge ist. Bei mir war es Spielgeld. Das heißt, ich war ein bisschen risikobereiter. Ich bin privat auch risikobereiter. Das hängt immer davon ab, wie viel Rendite möchte ich haben oder gebe ich mich zufrieden mit weniger Rendite oder nicht. Mein Tipp wäre, wenn man Einzeltitel kaufen möchte, Blue-Chip-Aktien, sollte man sich vorher erstmal damit befassen. Möchte man das nicht, möchte man nur ein paar Prozente mitnehmen, 6-7% im Jahr, dann reicht ein ETF. Also da würde ich sagen, mach den Sparplan bei einem Neo-Broker, CapTrader, Sparplan oder investier direkt einmal so in einen ETF und lass es dann liegen. Verschiedene ETFs, wir haben ja sehr viele ETFs, die wir handeln können. So einer wie ich, der das aber auch privat macht, ich gehe halt auch auf die Aktientitel. Also ich beschäftige mich damit, bis 22 Uhr ist die Nasdaq auf, ich gucke mir die Sachen an und investiere Zeit da rein, weil wenn du keine Zeit rein investierst, da wirst du nicht viel Rendite erzielen können. Du musst dich damit befassen. Das ist es. Befassen, lesen, Informationen sammeln, um dann halt eben weiterzukommen. Ich meine, wir haben ja ein paar Börsengurus in unserer Zeit erlebt, ob nun Costolani, Warren Buffett, Charlie Munger, der gerade verstorben ist. Gab es da irgendein Vorbild für? So, ich will Value Investing like Warren Buffett, dem Orakel von Omaha haben. Vorbilder hatte ich jetzt nicht an der Börse. Ich habe tatsächlich das Buch von Costolani gelesen gehabt. Das hat ja auch ein bisschen geholfen, ein bisschen über die Psychologie des Geldes, ein bisschen darüber nachzudenken, wie das so funktioniert an der Börse. Ich habe ein Sprichwort, hin und her sind die Taschen schnell leer. Richtig. Und deswegen. Das heißt, da zahle ich mehr Gebühren, anstatt ich letztlich gewinne. Genau, ja, genau. Das ist ja der Sinn dahinter. Ich würde ja sagen, langfristig an der Börse kann man viel verdienen. Ja. Auch wenn man schnell reich werden möchte, kann man mit je nach Hebel, Produkten, Optionen viel Geld verdienen, aber auch viel Geld verlieren.
Das muss einem aber bewusst sein, wenn man damit anfängt. Ne, also das ist das Für und das Wider, das Chance und das Risiko. Wenn ich meine Ruhe habe und ich bin langfristig unterwegs, wie gesagt, dann setze ich auf die Dividenden, etwas ruhigeren Titeln. Will ich es schnell haben, kann ich aber auch schnell eins vor die Nuss kriegen. Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Börsenweisheit habe ich schon gehabt. Beim nächsten Börsenplanspiel, darf er da noch mal mitmachen eigentlich, wenn er jetzt gewonnen hat, Jan, oder? Alle Gewinner sind automatisch disqualifiziert, Mick. Okay, das geht nicht. Das wäre unfair den anderen gegenüber. Okay. Also einmal mitspielen im Leben, einmal abräumen und dann ist er gut. Ne? Genau, da kommen wieder die nächsten Studenten nach. Ja. Also insgesamt machen wir das Planspiel jetzt ja auch schon seit 2019. Also wir feiern jetzt 5-jähriges Jubiläum. Super. Und das wollen wir natürlich noch weiter ausbauen. Wir haben ja schon den positiven Trend gehabt, dass wir eben aus Düsseldorf gekommen sind, nach München, nach Stuttgart, hier nach Frankfurt. Da haben wir natürlich sicherlich noch viel vor, das Ganze noch weiter auszubauen im Rahmen der Möglichkeiten und freuen wir uns drauf. Wann startet das nächste Spiel? Das nächste Spiel startet schon in Kürze und zwar haben wir das nächste Einführungswebinar dazu am 15.03. Oh, am 15. März? Ja. Das heißt Einführungswebinar, Seminar? Per Zoom oder? Per Zoom, genau. Da sind dann also auch wieder die Studenten von den verschiedensten Standorten mit dabei. Also lokal wird das leider schwer. Genau deshalb machen wir das per Zoom, beantworten da die Fragen. Also da stehe ich gerne Rede und Antwort, erkläre die Spielregeln, wie es abläuft, welche Produkte, welche Plattformen, was man machen kann, was man nicht machen sollte. Ja, und genau. Da Einladung finde ich über CapTrader? Nicht ganz, sondern dann über die FOM. Das ist also exklusiv für FOM-Studenten, eben von diesem Banking- und Finance-Studiengang. Da hat die FOM, da sind wir übrigens auch sehr, sehr dankbar dafür, extra ein Modul namens Planspiel ins Leben gerufen, wo wir dann eben mit dem Planspiel auch angekommen sind, wirklich in der Lehre, im Kolloquium, in Semesterberichten. Also da sind wir schon sehr, sehr dankbar für. Und ja, grundsätzlich bei Banking und Finance, denke, du kannst das bestätigen, da wird man immer an die Hand genommen und von der Aktie bis zum Future durchgeführt. Es gibt eben ein Modul, ganz spezifisch, immer auf die Börse zugeschnitten pro Semester. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Okay, das heißt also, da kriege ich sämtliche Informationen, die ich letztlich brauche, um halt eben dann auch ordentlich mitspielen zu dürfen. Abschlussfrage an den Adler, wenn wir jetzt mal überlegen, meine, ihr habt ja jetzt alles zur Verfügung. Steht ein junger Mann, der interessiert sich für Finanzen, interessiert sich für Börse. Aber es sind ja eigentlich alles Informationen, die mir im eigentlichen Schulleben oder auch im eigentlichen Studium, wenn ich nicht gerade Wirtschaft oder so Ökonomie studiere, nicht vermittelt werden. Ist das in Deutschland ein Malus? Definitiv. Mhm. Also ich denke, die US-Amerikaner sind uns weit voraus. Mhm. Da sind auch sehr viele junge Leute, die dann traden, die ich auch persönlich dann auch mitbekomme, wirklich auf verschiedenen Plattformen, die sich animieren, Aktien zu kaufen, sei es über Neo-Broker oder kleinere Broker. Das haben wir in Deutschland nicht so ausgeprägt. Also in meinem privaten Umfeld, wenn ich es so sagen darf, investiert fast gar keiner in Aktien. Bin dann fast der Einzige, der da investiert, auch weil ich nur bei einer Bank arbeite. Selbst bei einer Sparkasse, wo ich die Ausbildung absolviert habe, habe ich nicht viele Leute gesehen, die, sag mal, aktiv in Aktien investiert haben. Woran liegt es denn? Liegt es daran, dass man in Deutschland immer noch der Meinung ist, die Rente ist ja sicher, ich brauche ja keinen Vermögensaufbau zu betreiben? Oder die Amerikaner haben ja nicht so ein Rentensystem wie wir. Die müssen ja frühzeitig sich überlegen, was sie machen, damit sie später da noch ein bisschen Geld übrig haben. Ich denke, das ist tatsächlich, tatsächlich so, dass in Deutschland, ich würde jetzt nicht sagen wegen unserem Rentensystem, sondern dass sie vielmehr die Gesellschaft eher sicher orientiert ist. Also die US-Amerikaner, der American Dream, die sind risikobereiter. Die sind bereiter, viel Risiken einzugehen, auch viel mitzunehmen, auch viel zu verlieren. In Deutschland ist eher, ich möchte einen sicheren Arbeitsplatz, ich möchte sicher mein Geld anlegen. Ich würde sagen, fast nichts ist sicher an der Börse. Also, also ich denke nichts mal, das ist sicher an der Börse, das ist sicher. Das ist sicher. Meine Herren, ich danke herzlich Jan Heider, Senior Sales Manager vom CapTrader zum großen FOM-Börsenspiel. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, es geht baldigst weiter, 15. März, nächster Stichtag für alle die Studenten, die dort mitspielen wollen. Und dementsprechend nochmal meinen herzlichen Glückwunsch an Arta Sultanipur für seinen Dankeschön. Gewinn jetzt. Und ich lasse mich selber überraschen, was er denn später gewonnen hat. Also, Dankeschön. Sollten Sie Studenten sein, teilnehmen wollen, entweder über unseren Jan Heider oder halt eben über die Plattform bei der FOM, Thema Planspiel. Und da sage ich dann von mir schon mal, naja gut, ich wünsche ein schönes Spiel, mag der Beste natürlich gewinnen.